Wir schauen jetzt auf die Entwicklung bei einigen Vereinen. Der VfB Stuttgart hat sich getrennt von Matarazzo in dieser Woche, nachdem er ja noch in letzter Sekunde sozusagen die Rettung geschafft hatte. Und das passt ein bisschen ins Bild, in die Trainerentlassungen, die wir jetzt in dieser Saison schon erlebt haben. Denn auch Tedesco mit Leipzig sogar den DFB-Pokal gewonnen oder Seoane mit Leverkusen in die Champions League, Reis bei Bochum dieses großartige 4:2 gegen Bayern geschafft und die Mannschaft locker gesichert. Alle sind nicht mehr da. Jetzt also Matarazzo auch weg. Warum will da jetzt gerade keiner hin nach Stuttgart? So ist ein bisschen unser Eindruck. Die hatten offenbar nicht einen Plan B, so wie wir es bei Leverkusen erlebt haben. Seoane ging und Alonso saß so halb schon im Flieger. Stuttgart hat erstmal Fakten geschaffen und versucht jetzt mit einem Stab, der unter anderem auch Lahm und Khedira umfasst, als Berater hinter der Welle noch was zu finden. Wirkt auf mich nicht sehr professionell. Ja, wenn sofort der Nächste da ist, sagen wir, das ist aber ein bisschen sehr arg professionell. Ist das anständig, der Umgang, dass die schon den mit Alonso direkt schon alles geklärt hat? Aber das haben Sie ja klargestellt in der vergangenen Sendung, ja, dass das legitim ist. Also, das ist das Normalste, wie ich finde. Das ist zumindest merkwürdig oder verwunderlich, dass die Stuttgarter jetzt erst öffentlich suchen. Was suchen Sie? Das ist ja die Frage im Moment. Suchen Sie den großen Ausbilder? Was sind wir für ein Club? Sie suchen ja noch selber auch ihre Identität. Da scheinen ja mehrere Stränge und nicht immer in die gleiche Richtung zu ziehen. Wir Ausbildungsklub, junge Spieler und dann Ausleihen und all diese Dinge. Und dann gucken wir mal, ob das gut geht. Andere sagen, aber Mensch, wir sind doch der VfB Stuttgart, Tradition, wir sollten wir nicht uns langsam mal etablieren. Und so der Trainer wird dann dazu passen müssen. Gibt es denn genug Mittel, um aus dem Kader, der im Moment nicht übermäßig, also keine Siegesserien zumindest hinlegt, wenn ich das formuliert richtig verstanden habe. Wir haben noch kein Spiel gewonnen. Korrekt. Gut. Das hat ja nicht nur an Matarazzo gelegen, sondern mit dem, was er da zur Verfügung hat. Juckt das dann einen Trainer zu sagen, okay, dann gehe ich da hin und guck mal, wie ich den Mangel verwalte? Oder sagt einer, pass auf, bei allem schönen Namen, den der VfB immer noch hat, ist eine hübsche Braut, aber von zu Hause gibt es nichts mit. Wir ziehen, muss ich alles selber besorgen. Also das, vor der Frage stehen Sie. Deswegen, wenn er zu den anderen Trainern jetzt auch kommt, man muss schon jeden Fall einzeln begucken. Es ist nicht eine Welle und es ist auch keine, sondern... Trotzdem die Frage zumindest nach einem Trend, Fragezeichen, sei zumindest erlaubt. Denn was ich schon auffällig finde, ist, dass speziell Reis, Seoane und Tedesco mit dem Saisonende 21/22 extrem strahlend dastanden. Gut. Und also, diese aber, drei jetzt ja, im Oktober also, aber nicht Reis, mehr da sind. Ja, aber Reis hat in der Zeit, als er extrem strahlend dastand, mit Schalke verhandelt. Und offenbar wussten das die Bochumer nicht so richtig oder fanden das nicht so richtig gut. Da geht Porzellan kaputt. Seoane ist alles gut, prima gemacht, junge Spieler weitergebracht, Champions League und dann kommt plötzlich eine Phase, wo nichts geht und er, weil er noch nie in seinem Trainerleben richtig Probleme hatte irgendwo, sondern immer auf so einer Erfolgswelle ritt, kommt damit nicht klar. Und dann, was willst du machen mit Leverkusen? Zugucken, wie du Abschiedskandidat wirst. Und da gibt es genug Leute in Leverkusen, die sagen, das ist nicht gut, was im Moment bei uns passiert hier. Das ist mal gegen Schalke gewonnen, aber mal sehen, wo wir dann landen. Wer war der Dritte? Tedesco. Pokalsieger. Haben die Pokal gewonnen. Aber wenn du in Leipzig immer ein bisschen rumgehört hast, sagten die Leute, ja klar, haben wir Pokal gewonnen, super, super. Aber wir spielen einen Fußball, der nicht unser Fußball ist. Das macht keinen Spaß zuzugucken. Wenn du das hörst, denkst du, eieiei, da ist aber so. Und dann bleiben Erfolge aus und dann trennt man sich. Das ist auch nicht so spektakulär, wie es auf den ersten Blick manchmal wirkt. Oder wir hier wahrnehmen wollen. Wollen, müssen, sonst. Sonst, ne? Worüber sollen wir sprechen? Was sollen wir sonst hier machen?
Nun könnte es sein, dass ein fünfter Trainer gehen muss. Es wird über Kramer auf Schalke diskutiert. Das war eine sehr, sehr überraschende Personalie zu Beginn dieser Saison, dass er dort übernommen hat, nachdem Büskens so die letzten Monate dort verantwortet hatte. Die spielen heute gegen Hoffenheim, die Schalker. Und Kramer hat ganz offen gesagt, er weiß, es geht hier auch um seine Situation und versucht das Ganze aber aus dem Spiel rauszuhalten. Dass man das natürlich spürt, ist keine Frage. Nichtsdestotrotz ist es halt nicht mein Thema. Ja, und die Diskussionen sind natürlich vorm Spiel natürlich auch nicht zielführend, sondern mein alleiniger Fokus liegt auf der Mannschaft und liegt auf dem nächsten Spiel gegen Hoffenheim und wie wir da zu Werke gehen. Ja, und dazu muss man ja auch noch eins sagen. Ja, von Anfang an, von Tag 1 haben wir uns alle darauf eingeschworen, dass wir um den Klassenerhalt kämpfen. Das ist das einzige Ziel und dazu haben sich alle bekannt auch. Einschließlich mir. Wenn man jetzt genau betrachtet, sind wir eigentlich genau da, wo es unter anderem auch von Ihnen erwartet wurde, nämlich dass wir um den Klassenerhalt kämpfen. Und diese Situation, der müssen wir uns stellen, das tue ich auch. Ich gebe jeden Tag alles dafür, dass wir unser Ziel erreichen. Ja, ich habe meinen vollen Fokus darauf, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Ja, und auch wenn man dann die Unruhe spürt, nichtsdestotrotz, der Fokus ist ganz klar auf der Mannschaft und auf unserem Ziel, auf dem Verein. Ja, und da müssen wir uns der Situation bewusst sein und da muss sich jeder bewusst sein. Frank Kramer vor dem Spiel gegen Hoffenheim, er macht einen aufgeräumten, sehr klaren Eindruck, finde ich. Er hat sich sehr gut überlegt, was er da sagt. Muss er, das ist genau das, was er sagen muss. Und er hofft, dass das auch bei der Mannschaft so ist und dass die Mannschaft nicht sagt, naja, mit diesem Trainer, der sowieso so zur Diskussion steht, wie sollen wir da erfolgreich Fußball spielen? Das ist die fatale Situation. Das ist der Punkt der Diskussion, der jetzt erreicht ist. Und das ist Breaking Point. Entweder dann nochmal doch zusammen oder schnellstens sich trennen, weil das hält keine Mannschaft aus. Ein Trainer, der so zur Diskussion steht. Er macht das, was er kann, mit dem Kader, den er da hat. Und es klingt sehr rational. Wir sind lang genug dabei, um zu wissen, rational, klares Denken bei Schalke. Der Versuch ist immer da, aber irgendwann mal die Ziele, es war doch klar, wir spielen gegen den Abstieg. Ja, stimmt. Wenn es dann aber darum geht, ist doch nicht euer Ernst, wir können doch nicht schon wieder ein Spiel verloren haben. Es geht doch darum, wie. So wie sie in Leverkusen aufgetreten sind, können sie nicht auftreten. Darum wird es gehen heute. Weil dann erreicht er sie nicht mehr. Dann hat diese Diskussion eben einen Punkt, um ihn einen Punkt erreicht in der Mannschaft. Und nur darum geht es. Was kicken die auf dem Platz? Was wir hier finden, wie er sich da gibt auf der Pressekonferenz, oder nicht, ist uninteressant. Wie kicken die heute Abend? Ob sie es gewinnen müssen, weiß ich nicht gegen Hoffenheim. Wenn die einen guten Tag erwischen, ist auch schwer. Aber wie? Wenn sie so auftreten wie in Leverkusen, macht das keinen Sinn mehr. Zumal Frank Kramer, da er ja erst im Sommer angefangen hat, jetzt auch bei den Fans verständlicherweise keinen großen Kredit genießt, da man nicht Erfolge der Vergangenheit. Die wollten ja Guardiola haben, aber der hat gerade gesagt, ja, bei Gelegenheit, aber jetzt gerade nicht. Jetzt haben Sie gerade die Situation mit Thomas Reis angesprochen, der ehemalige Bochumer Trainer, der im Sommer mit Schalke verhandelt hat, der jetzt auch wieder auf dem Markt ist, weil sich eben Bochum von ihm getrennt hat. Ist das wirklich die, ich sag mal, wahrscheinlichste Variante, dass wir in 2-3 Wochen, wenn wir hier über Schalke reden, über einen Schalke-Trainer Thomas Reis sprechen? Mit der Erfahrung, die wir haben? Ich sag's nochmal, Guardiola, wenn er verliert gegen Liverpool, könnte sich da was bewegen. Sonst. Oder Klopp. Ja, oder Klopp. Sonst sehe ich da eher, ja, sie wollten ja schon mal und sie wussten ja, warum sie wollten. Sie haben sich ja, aber es wäre schon eine sehr, sehr skurrile Entwicklung, wenn man bedenkt, was sich dann da in diesen, sie lächeln milde, weil ja, was ist skurril? Was ist im Fußball? Was kann man skurril da überhaupt noch als skurril bezeichnen? Da habe ich schon viele andere, noch skurrilere. Seitdem Christoph Daum freiwillig eine Haarprobe abgegeben hat für einen Kokain-Test, muss ich sagen, skurriler wird es nicht. Nein, ja, alles andere hinten anstellen. Ja, sehr viel größer wird die Auswahl nicht sein. Und wenn es bei Stuttgart schon schwierig ist, jemanden nach Stuttgart zu locken mit den Möglichkeiten, die da sind, und ganz simpel, wirklich ganz, jetzt ganz, ganz vernünftig. Was haben Sie denn in Schalke zu bieten? Der Kader ist so, wie er ist. Das ist ein Kader für den Kampf gegen den Abstieg. Punkt. Wen juckt, hat jemand Lust, der
ganz andere Träume hat, jetzt mal gegen den Abstieg richtig mal lustig, wir sind im 9. Spieltag, also nochmal so richtig lustig gegen den Abstieg zu kämpfen. Das muss einer sein, der das Geschäft da unten auch kennt und nicht ein großer Name. Also, aber die Stunde von Felix Magath schlägt erst im Frühjahr. Sehr spät im Frühjahr. Lassen wir uns überraschen. Auf Schalke möglicherweise nicht nochmal. Das ist durchaus wahrscheinlich.